bei Kirche Kunterbunt heute. Ich bin sehr gespannt, was wir hier erleben. Haha! Ja, schmeiß es um an irgendeiner Stelle. Ah je, so deutlich. Okay, es hat es umgeflogen. So, jetzt geht's los. Komm, den schubst du mal auch noch. Ich glaube, das ist für die anderen zwei nicht so viel. Weil du hast ja schon ein paar. Aber wenn das Ganze. Ich habe nur zwei. Ich habe nur einen. So eine Hitze hast du. Ja. Ich verliere aber noch die Kissen. Aha. Machen wir es gleich noch. Zu Hause, endlich bei meiner Paula und bin dabei, die Filme zusammenzuschneiden und habe gemerkt, dass ich bei der Kirche Kunterbunt gar nicht mehr weiter gefilmt habe. Das liegt daran, dass ich selber singen wollte. Da war Bastian Basse, kennt ihr den? Der ist Liederpfarrer. Sowas habe ich ja vorher noch nie gehört. Und wisst ihr was? Dem habe ich auch einen Kuss gegeben. Ja! Und am Nachmittag habe ich dann nochmal Reinhard Horn gesehen. Auf der Bühne war der. Ja, da habe ich auch ein paar Lieder gefilmt, weil die so... Oh, Paula, was ist? Weil die so schön waren. Müsst ihr mal schauen hier bei mir im Kanal, da findet ihr die. Jetzt fahre ich noch zum Turm. Ja, ich freue mich. Da wollen wir hoch. Hurra! Hoho! Mann, ist es hoch. Wir sind hier ganz alleine. Sind wir die Einzigen, die auf den Turm hoch wollen? Sieht so aus. Hallo, wie geht das? Andersrum vielleicht? Menno. Schau mal, da ist der Code. Ja, grün. Cool, ich will auch. Papa. Ja, ich darf auch. Zum Turmcafé, oder? Hallo, ich bin oben im Turm. Hallo, liebe Kinder, ich bin oben. Das ist Stuttgart. Kann man das erkennen da unten? Ganz viel Wind hier oben. Wir haben doch Seifenblasen. Ja. Mach die mal an. Oh, wie lecker! Oh, wie lecker! Der Katholikentag ist zu Ende, unser Ausflug ist zu Ende und jetzt fahren wir wieder nach Hause. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Frau Lila. Und
und Vivian. Tschüss. 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 Wir sind auf der Rückfahrt nach Hause und witzigerweise sind wir wieder an dieser herrlichen Kirche angekommen. So, jetzt wollen wir endgültig nach Hause fahren. Wir hoffen, dass wir keinen Stau mehr haben und dass wir heil und gesund zu Hause ankommen. Tschüss! Jetzt haben wir die ganze Fahrt über hier am Computer gearbeitet und jetzt sind wir tatsächlich, man kann es kaum erkennen, ja, wir sind bald zu Hause. Schau mal, da ist unsere Heimat. Hurra! Wir sind sehr froh, dass wir wieder zusammen sind. Beste Freundin, gell? Ja, meine Paula-Freundin. Danke, liebe Uschi. Ups, ha, dass du so gut auf meine Freundin aufgepasst hast. Wir sind wieder zu Hause, in der Natur. Wir leben nämlich nicht in der Stadt, sondern in der Natur.